Da hatte ich eben einen komischen Bug. Ich konnte nicht mehr ins Spiel connecten. Ich weiß nicht genau, was da jetzt los war. Ich musste jetzt das Fenster schließen. Ich war halt alt-tabt und konnte es nicht mehr aufmachen, das Fenster. Man kann ja unten so auf das Symbol klicken. Aber es kam nicht mehr in den Vordergrund, wenn nur so orange geleuchtet. Na, Wahnsinn. Was haben wir denn jetzt? Okay. Okay. Ja. Yeah, I'll go mid. Sorry, my PC, I couldn't load the game. It was kind of crashed. I don't know. Can you give me two tangos for mid? Video games, 30 seconds. Yeah, you need to go. There's no one other than go. Yeah, just give me two tangos so I can mid. Okay. Dann halt nicht. Just pick up the room. I won't be there in time, but I still need two tangos. Can you give me some? No. Doesn't make sense. I dedicate my powers to the. Can anyone abandon the game, please? Why? We have okay lineup. We have an off laner. We can farm with Legion Commander. It's all right. Sky is actually alright against Storm. Okay. So. Ich spiele den Sky eigentlich ganz gerne ab und zu. Ich wollte ihn. Um ihn zu retten, habe ich den Slow gelevelt. Eigentlich macht man das nicht. Vielleicht hätte ich dann doch noch ein bisschen warten sollen. Und Arcane Bolt leveln. Ich dachte, okay, ich versuche mal den, den AA damit zu retten. Aber ich komme auch ganz gut ohne die Tangos jetzt aus. Ein bisschen nerven jetzt mal. Ja, danke. So. Right-Click ist noch ein bisschen scheiße. Ice-Animation gar nicht so verkehrt. Muss ein bisschen gucken. So, die Bottle mal bringen. Es ist irgendwie immer unschön, ein Spiel so anzufangen. Das macht natürlich keinen Spaß. Es ist mal witzig, wie viel doch Konzentration in so einem Spiel ausmacht. Das merkt man immer wieder, wenn man so ein bisschen unkonzentriert am Anfang ist und dann mit so einem komischen Disconnect ins Spiel startet, muss man erstmal wieder reinkommen, aber es geht schon. So, erstmal richtig einordnen. So, jetzt geht's dann doch. Den Deny noch. Ja, langsam komme ich ein bisschen rein mit dem Skyrath. Gucken wir, ob oben die Rune noch da ist. Ist sogar noch da. Jetzt haben wir den Storm noch, damit der Storm ist Level 4 auch gerade geworden. So, als nächstes die Boots. Upsala. Na, den Lars hat wenigstens nicht bekommen. Die Boots. Und jetzt als nächstes gucken wir gleich mal. So, der Kurier ist gerade unterwegs. Na gut, dann warten wir noch darauf. Jetzt soll er sich mal den Kurier holen. Dann nehme ich ihn als nächstes.
So, mal nach oben gehen. Die Rune oben einsacken. Oh, das ist nett. Ich eigentlich ein höheres Level als der Storm. Ist auch seltsam. A gift from the Tempest of Battle. I shall not report. Dem ich den Anfang ein bisschen verkackt habe, wundert mich das halt. So. Ruhig ein paar einschenken. Ein bisschen klein halten. Als nächstes bastel ich mir das mal zusammen und ein Tipi. Oh, hier ist er gerade unten unterwegs. Passt. Den Storm jetzt noch mal zu sehen bekomme. Der dürfte gerade noch Level 5 sein eigentlich. Ich weiß nicht, wer oben zur Rune ist. Nee. On my way top. Und weg. Und tschüss. Ich gehe da mal wieder. Keine Zeit verschwenden. Ich bringe mal den Stuff. Der ist inzwischen Level 6. Puh, gegen das Team. Sowas wie ein Yule Scepter wäre gegen Storm ganz gut. Ich mach erstmal mein Arcane Boots fertig und dann wäre eigentlich ein Rod of Athos das Richtige. So, und jetzt farm ich mir in der Mitte mal fertig jetzt. Ein bisschen Mana dabei, wo es geht. Let's go for him. Nice. Well done, guys. So. Kampf Arcane Boots hier. So. Als nächstes gibt es den Rod of Athos. Habe ich eigentlich noch Glück gehabt mit meinem Random, als ich den am Anfang abgekackt bin mit meinem Spiel. Dass es das geworden ist, im Zusammenhang mit dem Team. Interessanter Versuch. Sehr schön. Illusion.
Wie lange hält das Silence? 3, immer eine Sekunde mehr. Okay, was geht da unten ab? Storm is coming bottom, careful. Yeah, I'm going back. Your bottom tower is under attack. Naja, den habe ich verpasst, den Last Hit. Oben mal die Rune einsacken als nächstes. Auch mal ein Arcane Boots mal benutzen, wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Und dann, wie gesagt, Rod of Athos. Als nächstes den Staff of Wizardry. Bisschen gucken, wo sie der Patch unterwegs ist. 800 HP, ist auch nicht so wenig. On my way mit. Go, go, go. Sauber. Sehr schön. Ja, vielleicht sollte ich mehr als 3 Sekunden mal Level 2 von Ancient Seal mitnehmen. Yeah, sure. Thank you, thank you. Can get some XP mit. I'm going back to base. I need to do work, but right here. So. I come bot next, we can fight there. Tschüss. Okay. Easy. Easy. So, 4 Sekunden, das bringt schon noch mal ganz ordentlich was. Erhöht auch den Magic Damage. Auch wenn ich den Slow noch besser finde. Deswegen maxe ich es auch als nächstes. Thank you. Und Rod of Athos ist auf einem guten Weg. Skyrim habe ich letztens, wie gesagt, einmal gespielt. Hat auch Spaß gemacht. Soll gucken, dass man mit dem Team dann gut ins Mid- und Late-Game kommt, weil sobald sie dann anfangen, BKBs und Blademails zu bauen, wird es schwierig für eine Zeit lang. Klonk. You can dual pot, you can dual pot. Yeah, just go bottom. Easy kill. Kills. Never mind. Wanted to give you the bottle. Oh, sorry, man. Yeah, never mind. I go back to base. Okay. Mid tower taking damage. Dann farm ich mal relativ schnell jetzt die. Oh, ich komm mal zu der Rune gehen. Schauen wir mal.
I bide my time and this room. Na? I'm out of Mana. Okay, sind noch rausgekommen. Ach, den Omni nicht mehr bekommen. Brauchen Diffusal Blade, da chased er noch. So, ich muss jetzt meinen blöden Rod of Aethos fertig bekommen. Need the Mana. Need the Slow. Ouch. So, Rod of Aethos gleich fertig. Dann zwar kein TP-Geld. Brauchen dann Diffusal Blade. We need a Diffusal then. Maybe on Legion Commander. Sehr schön. Ne, jetzt habe ich doch zu viel Right-Click-Damage langsam. Autsch. Schön gesilenced und verlangsamt. Tschüss. Okay, manche übertreiben. Manche übertreiben. Und zurück. Okay. Brauchen Diffusal auf irgendjemanden. Aber auf wem? Eigentlich kommen fast nur Legion Commander in Frage. Oder ich? Schnorz fragt, warum Rod? Ich brauche die Stats einfach. Die Stats sind zu gut, als dass ich darauf verzichten wollen würde. Jetzt pusht er mit Tower Guys. Sauber. Just go back. Okay, back to video games.
Rapper. Do you see why I don't need to play this game? That's crazy to be honest, man. Do you see how effective our spawn was? 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 Wir müssen zu lange gebraucht, um zurückzugehen. So. So, wir brauchen irgendein, wahrscheinlich irgendein Mac. Hex wäre noch gut. Bloodstone oder Octarine Core. Hier der Octarine Core. Vision. Nice. So geil die Sprüche von dem Ansager. Should be pushing. Let's get the mid tier 2. Yeah, scout some. Remember he have his ultimate and he have mango. Wait me, wait. Easy mit dem Silence. Guys, let's push Schmidt together. Let's take the tier 2. Top tower under siege. See how your top tower is still on the map. Me neither. AA muss ein bisschen aufpassen. AA is being chased. Can you scout here? I will use a glimpse to throw him back. If I silence Omni, he's dead. Did you kill him? Did he have do he have his ultimate? Even if he has, like, I don't know. If he have his ultimate, we can kill him now. Sorry, if you don't, we can kill him now. Just take it. Nice. Thank you. Go back. Well, that fucked us up when we wait for it. Oh, close one. Ja, wir haben gehofft, so nimm das Invis. Ja, da mal ein bisschen zu lang. Na, das passiert halt. So, als nächstes. Naja, kaufen uns ein paar Sekunden. Den Tower werde ich nicht halten. Can you glimpse him, please? It stops his ulti. Don't need static storm. Next time, just glimpse him. What? Next time, just glimpse him when he ultis me. It stops his ulti. Ah, okay. Sorry. Yeah, never mind. Next time. Wow.
So. Can you get a defusal blade on Legion Commander next? Because that's what we need. If we have a defusal, it's quite easy. Legion Commander, do you hear the voice chat? Legion, hello. More to see my sky at home? That would be worse than any death. Nice. Whoop! Oh! Nice. Zum Glück meine Spells noch rausbekommen. Sehr schön. Timber ist hier. Top. Na? Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ich überlege, ob ich hier was Defensives jetzt baue. Sowas wie ein... Hook. Lincolns. Um halt nur gegen... Yule Scepter wäre halt... ich mache einen Lincolns. Dass ich die Initiation vom... Und ich verkaufe meine Bottles dafür, wenn ich das schon mal habe. Damit ich halt nicht so leicht disabled werde vom Storm, wenn er reingeht. Er hat ja nur den Vortex. Yeah, then we should go on... No, we shouldn't go Necrobook. We should go Diffusal on Bounty then. Can you buy a diffuser on Bounty Hunter? Okay, da hatten sie Vision. Bounty, can you hear us? Bounty Hunter. Bounty, can you hear the voice chat? Ist mir ein bisschen blöd, wenn ich mich darauf konzentriere. Ich hätte es auch so nicht richtig gehört. Ups. Just got a dual win. Just don't go now. He have blade man and he was able to duel him, but never mind it. Just go back. So. Naja, er wollte nicht sterben. Fast schon. Attack him so he doesn't blink. They're chasing. My goodness, your top tower is being attacked. Well done, guys.
Okay, Jason. Chase him. Yeah. Oh damn it. That was in range. Just put in range. Yeah, it was close. We have bounty hunter with VK gold, man. Get the fucking item. Get the fusel blade, please. Your bottom tower is in ruins. For me, it's useless. Get the fusel, please. I don't hit them. I don't hit VK. Yeah, you can. You just can defuse repel. And then you can also hit afterwards. But we need a fusel blade in this game. We really do. Enemy's middle tower demolished. Fresh. Okay, let's go. Get back. Not yet. So. No, it's not like this. Hiya! So, und weg hier. Wir brauchen das Purge, müssen das Repel wegbekommen, dann ist alles easy. Enemies are ravaging your middle tower and it's a beautiful day. Bring structures on. I end your life. That something good may begin. Yeah, if you manage to glimpse one. Come on, guys. Ernsthaft? Can get him. I'll silence him. No, my glimpse in cooldown. He has glimpse. You can slow him, I can get him. Ancient seal. Go back, guys. Just go back. Easy. So. Phew! Spannendes Spiel. So, als nächstes haben wir das Diffusal Blade. Als nächstes. Octarine Core wäre relativ stark. Auch für kurzen Cooldown auf Silence. Und noch mehr Stats. Klingt gut. Na, ich hätte das Deny nicht machen sollen vom Katapult. Wir wollen ja pushen. Push bottom, guys. I'll push top. You get bottom tier 2. So schnell kann man das Glanda gar nicht ausgeben, gerade. Okay, Wave King Ulti on Cooldown. Wie einfach gegangen ist auch. Total super. Er hat kein BKB und keine Blade Mail. Gegen Skyrav. Auch ein bisschen komische Itemwahl. Und da schützt mich das Linkens vor seinem Stun.
Sehr gut. Three of them are top in their own jungle. Push bottom, I join you. Enemy's bottom tower has fallen. Let's wait here, they'll come. I have the gem. Well done, guys. Bottom, all bottom, guys. Yeah, just get Rux. So. So. Diffuser war genau die richtige Wahl. Mit. Go mit. Die Bonus-Damage haben wir auf ihn bekommen, 208, ganz ordentlich. Noch ein bisschen da behalten. Go back. Well done. Okay. I'm not ready. Gehe ich mit nach oben, aber lieber hier unten rum. The enemy's top tower has fallen. Na, dann einfach direkt. Okay, reuse now. We can go for duel and defuse him. Ah, sorry, on repel. Be safe with me. So, bring ich mal Octarine Core. Als nächstes, wo ist denn... Storm hat auch sein Dagon. Was dämliches hat man auch lange nicht mehr gesehen. Und mit dem Damage, mit dem physischen Schaden. Und er ist hier hinten alles ab. Also mein Silence hat so stark, wenn sie nichts dagegen machen. Kein BKB bauen. Mindestens ein Utzept oder BKB hätte halt der Timber auch gebraucht. Zum Beispiel. Sie haben mit dem Omni viel versucht, aber es hat doch leicht zu countern. Autsch. Also die haben ganz seltsame Items gebaut insgesamt. Also wirklich blöde Items. Ja.
nachdem wir am Anfang, nachdem die Stimmung ein bisschen low war, also das wird nichts mehr, haben sie sich zum Glück noch zusammengerissen und einfach weitergespielt. Und sie haben echt beschissene Items gebaut. Also der Wraith King hat noch ein AC angefangen, also mindestens Blade Mail. Blade Mail wäre echt vertretbar gewesen in dem Spiel, auf jeden Fall. Gegen Legion Commander, gegen mich oder BKB. Storm Spirit hat halt einfach einen Scheiß gebaut. Timberstorm mit der Aether Lance. Platz noch einen Standard danach hätte er und Blinkdagger. Er hätte auch BKB oder Yule Scepter gebraucht, eins von beiden. Oder auch mal einen Force Staff, um aus Sachen rauszukommen. Naja. Haben uns einfach ein Geschenk gemacht, die Gegner noch dazu. Aber, wie gesagt, Skyrim spiele ich echt ganz gerne. Man hat im Early Game so einen geilen Lauf mit ihm. Wie hat man ja gesehen, man rennt rum und killt. Es macht richtig, richtig Spaß. Und da muss man halt immer hoffen, dass das Team rechtzeitig an die Kurve kriegt und dann aus diesem Early Game Vorsprung was macht. Und man das Spiel dann gewinnen kann. Und es hat geklappt.